Das ist für mich extrem wertvoll. Und bei meiner eigenen Tochter funktioniert, also ich wende das ja auch im Privatleben an. Und bei meiner eigenen Tochter sehe ich dann halt auch, dass es funktioniert. Das ist total klasse. Ich bin Heiko und ich habe eine 9-jährige Tochter und mache gerade die Ausbildung zum IPE Kinder- und Jugendcoach. Deshalb, weil ich momentan schon selbst als Trainer und Coach auf dem Markt ganz viel mit Erwachsenen gearbeitet habe. Und ich da festgestellt habe, dass ganz viele Erwachsene, wenn sie in ein Coaching kommen, dass die viele Baustellen haben, die nicht unbedingt akut in der Situation entstanden sind, als sie schon erwachsen waren, sondern schon ganz viel im Kindesalter passiert ist. Und ich dann über ein paar Umwege dann zum Schluss bei Daniel gelandet bin und festgestellt habe, dass das total klasse ist, dass man schon Möglichkeiten, Methoden jetzt hier erlernt, die man kindgerecht oder auch mit Jugendlichen schon so weit trainieren kann, dass die das nachher im Erwachsenenleben viel, viel, viel leichter haben. Dass ich die Tools und Werkzeuge, die ich ja teilweise schon auch aus der Erwachsenenbildung kenne, dass die mir hier auf eine kindgerechte Art und Weise dargebracht oder dargestellt wurden und die ich dann für mich integrieren konnte. Und das, da hatte ich für mich, der sich ja spezialisiert hatte bisher auf die Erwachsenen oder den Umgang mit Erwachsenen, ein Stück weit eine Baustelle, die ich hier damit halt zubetonieren konnte. Das fand ich toll. Allgemein im Kindercoaching ganz oft ja nicht die Kinder zu einem kommen und sagen, ich brauche mal Hilfe, sondern ganz oft kommen ja die Eltern. Und die Eltern haben ganz oft die Probleme, dass das Kind gar nicht genau weiß, was passiert denn jetzt eigentlich, dementsprechend auch ein bisschen vielleicht Berührungsängste hat. Und mit dieser Berührungsangst des Kindes umzugehen, beziehungsweise das Kind auch einzuladen und mitzunehmen und dem einen Weg aufzuzeigen, wie es in Zukunft bestimmte Tricks und Techniken, damit es noch besser wird, für sich anzunehmen, das habe ich hier im IPE-Coaching intensiv gelernt. Ich freue mich, jeden Tag herzukommen. Ja, wir sind jetzt im zweiten Block gerade und ich habe schon am Sonntag, also am Tag bevor der zweite Block anfing, habe ich mich schon abends wie Bolle gefreut. Ja, cool, morgen geht's wieder los. Die ganzen Leute wiedersehen, da passiert eine ganze Menge.